Herzlich willkommen auf meinem Kanal Corvus Laborat mit dem Wort am Mittwoch Nummer 6. Ich begrüße euch recht herzlich und begrüße ebenso alle neuen Abonnenten, die den Weg zum Corvus Laborat gefunden haben. Ihr seid herzlich willkommen, ihr dürft gerne kommentieren, ihr dürft sogar rege Anteilnahme nehmen an dieser Geschichte des Kanals. So, für euch Neuen habe ich dann noch mal die Information, an jedem Sonntag um 15 Uhr erscheint ein Video und an jedem zweiten Mittwoch erscheint das Wort am Mittwoch. Mit manchen Ausnahmen, wenn ich ein zusätzliches Video veröffentliche. So, dann habe ich einen Kooperationspartner und das ist die Gemalin. Die Gemalin hat mir freundlicherweise ein Behältnis zur Verfügung gestellt zur Aufnahme von 100% Arabica Kaffee. Herzlichen Dank an Gemalin. Ja, der Kanal wächst und wächst und wächst, wenn auch langsam, aber stetig. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mir einen Co-Moderator zu engagieren. Er hat heute seinen ersten Praktikumstag und werden wir mal sehen, wie er sich macht. Tja. Das war wohl nichts, also werden wir uns nach... Nein, werde ich nicht, nein. So, die Stickerwand, die ist im Bau. Wenn auch langsam, weil ich halt diesen Kanal nur als Hobby betreibe. Dazu später mehr. Und das dauert halt und nimmt unheimlich Zeit in Anspruch. Dementsprechend komme ich nicht ganz so voran, wie ich das haben möchte. Wenn ihr eure Sticker an mich senden wollt oder einen Sticker von mir haben wollt, schaut im Wort am Mittwoch Nummer 4 nach. Da ist alles ganz genau beschrieben. Verlinke ich euch da oben in der Ecke. So. Einige von euch waren der Meinung, in den Kommentaren schreiben zu wollen, dass irgendwas mit meinem Ton, meinem Licht oder meiner Kameraeinstellung nicht ganz richtig ist. Ich nehme solche Sachen noch tatsächlich zu Herzen und versuche darauf, möglichst zeitnah zu reagieren. Wie gesagt, ich betreibe den Kanal als Hobby und bin der Meinung, jetzt habe ich im Moment ein wenig investiert. Im Moment filme ich sogar mit diesem neuen Equipment und was es genau ist, seht ihr jetzt. So, und da liegt nun mein ganzes Equipment, was ich zurzeit besitze. Wir fangen mal an mit dem Stativ. Dann das Kondensatormikrofon mit der Phantomspeisung und dem Analog-Digital-Wandler. Bei der Kamera, die ich mir jetzt gekauft habe, benötige ich den Wandler nicht, den brauche ich aber am PC. Dann ein Lavaliermikrofon, was bei der bisherigen Kamera nicht funktioniert hat. Ein Grund, warum ich diese Kamera halt austausche. Dazu zur Nachvertonung Kopfhörer und ein Aufsteckmikrofon von der alten Kamera, was allerdings auch bei der neuen recht gut funktioniert, so wie ich das jetzt in den ersten Versuchen festgestellt habe. Das ist meine neue Kamera.
Mit einem Objektiv 16-50, minimale Blende 2,8 und ein 70-300er Tele, falls ich mal die Kamera nicht in der Werkstatt benutze. Dann habe ich ein Ladegerät dazu bekommen mit zusätzlichem Stecker für Großbritannien und manche EU-Staaten. Habe mir allerdings noch ein zusätzliches Ladegerät gekauft mit zwei zusätzlichen Akkus und zwei 64 GB Speicherkarten. Da seht ihr noch die beiden Gegenlichtblenden, die jeweils bei dem Objektiv mit dabei waren. Und auf dieses wunderschöne Teilchen habe ich mich ganz besonders gefreut, dass es an der Kamera anschließbar ist. Und zwar ist das eine 220 Volt Netzversorgung, dass mir nicht beim Filmen der Strom ausgeht. So, und jetzt baue ich das Ganze mal zusammen. Und wir sehen uns dann weiter bei den Neuigkeiten vom Kanal. Ja, da ist schon eine ganze Menge Zeug zusammengekommen im Laufe der Zeit. Gut, vor 6 Monaten habe ich angefangen mit diesem wunderschönen Teil hier. Ein iPhone 5. Das war meine erste Filmkamera. Die zweite war dann ein Camcorder. Da hatte ich mir eigentlich etwas mehr von versprochen, aber die Linse ist nicht ganz so toll, wie sie soll. Und das erste, was hier kaputt gegangen ist oder nicht mehr voll funktionsfähig ist, ist da hinten dieser winzig kleine Anschluss für das Mikrofon. Hier war ein Adapter dran, der war ungefähr so groß. Und hinten in den Adapter hat man dann sein Mikrofon eingeschickt. Ich habe meiner Gemahlin gesagt, das geht sehr schnell kaputt und naja, der Wackelkontakt war vorprogrammiert. Somit nimmt das Ding mal Ton auf, mal lässt das bleiben, dann macht er einen leisen Ton, mal tatsächlich. Ich habe mich entschieden, das neue Equipment zu besorgen und ich hoffe, ab jetzt wird alles besser. Wenn ich auch noch ganz enorme Schwierigkeiten habe mit der Einstellung. Naja, das wird die Zeit wohl zeigen. Ferner habe ich dann noch dieses kleine Gerät mir besorgt. Eine Actioncam. Wie die funktioniert oder was sie leistet, verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Dazu habe ich dann ein Video gedreht über diese Actioncam 4K. Und hier nochmal ein Dank an die Gemalin zur Verfügungstellung dieses Trinkbehältnisses mit 100% Arabica-Kaffee. Dann habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen, der Rabe von Danzig. Und zwar wurde gefragt in den Kommentaren, wie er zu Danzig und Rabe und über. Machen wir so. Ich werde versuchen, nächste Woche Mittwoch ein Selbstporträt von dem Rabe von Danzig zu zeigen. Da wird der Rabe von Danzig sich selber wohl erklären. Und dann hoffe ich, dass ihr keine weiteren Fragen mehr zu diesem Rabe von Danzig selber haben. Zu den Projekten nochmal gesagt. Ich habe letzte Woche oder beziehungsweise ich habe letzten Sonntag das Video veröffentlicht von dem Inhalt der Markkarre. Da dürft ihr gerne in den Kommentaren unten reinschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ihr dürft auch gerne in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr eigene Ideen habt. Allerdings, sie müssen zum Rabe von Danzig passen. Also das, was der Rabe von Danzig auf einem Mittelaltermarkt zum Thema Kaufmann erklären könnte. Ich habe auch noch einige Ideen, die ich zusätzlich bauen möchte, aber ich muss aufpassen, dass mir die Zeit nicht wegläuft. So, ich habe jetzt mein freies Wochenende, heute ist nämlich Samstag, werde jetzt umgehend wieder in meine Werkstatt entschwinden und an der Stickerwand weiterbauen. Für euch ist Mittwoch, euch wünsche ich jetzt noch zwei angenehme Arbeitstage und dann ein schönes Wochenende. Da habt ihr auch ein neues Video von mir. So, bis dann, ich wünsche euch was. Tschüss, winke, winke. Bis dann, euer Kofus Laborrad.